So, hallo und wieder herzlich willkommen zu Wissenslust. Und heute wollte ich euch mal mit meinen Amseln bekannt machen. Ich habe ja ein Amselpärchen, was bei mir brütet und was lautstark natürlich alles verteidigt. Ne? Guck mal, da ist mal ein Kater da hinten. Und da ist natürlich auch die Amsel. Und der Kater ist rein theoretisch ziemlich gechillt. Dem habe ich also schon öfter gesagt, lass es bitte nein. Und habe auch mal Steinchen geschmissen. Und er kennt das aus der Wohnung auch nein. Das nervt ihn jetzt eigentlich ziemlich. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also so geht es dann die ganze Zeit, wenn der Kater in den Garten kommt. Und diese Amseln verfolgen dann den Kater auch auf seiner Treppe nach oben, sodass er nicht unbedingt mehr die ganze Freude hat. Ne? Mal gucken, wo sie jetzt ist. Also da sieht er ja meinen Kater. Lucky? Ja, das nervig, ne? Dieses Gepling, Pling, Pling. So, wo ist sie? Ach, auf der Treppe ist er. Ja. Und ja, die sind ziemlich immer in unserer Nähe und die zeigen uns auch immer gerne, was sie im Schnabel haben. Also zeigen sie uns gerne die Insekten oder die Würmchen. Und rein theoretisch, ja, haben die also die Möglichkeit, hier in die Garage zu fliegen. Überall können die sich absetzen. Bräuchte überhaupt nicht ständig auf dem Boden rummachen. Lucky, nein! Lucky, nein. Ja, das findet er jetzt gar nicht schön, dass der Vogel da oben ist, ne? Ist ja sein Zuhause jetzt hier. Der meckert darum, der ist hier unzufrieden. So, und hier oben zeige ich euch jetzt nochmal, ist das Nest. Also ganz dort oben in den Falten von unserem LKW-Plane, die man, womit ich dann die Garage zumachen kann. Ne? Und dort oben sind also auch kleine, die sind natürlich jetzt ganz still, weil ich natürlich jetzt hier bin. Aber immer und immer wieder ist das ein Lärm hier, ein Wahnsinnslärm. Also, die Amsel hätte, seht ihr ja, überall genügend Möglichkeiten, einfach sich nur oberhalb auf das Nest zu setzen und fertig. Stattdessen müssen wir alle dieses Gepling, Pling, Pling hier aushalten. Ja, ihr seht, Amsel bestimmt das. Ja, jetzt hoffe ich nicht, dass die noch unter kleinen Eingang reingeht. Also ich denke mal, wenn ich hier weggehe. Aber im Allgemeinen kommt sie immer dahin, wo wir sind. Kommen sie, also die beiden, und auch draußen. Und auch, sie kommen uns auch immer ziemlich nah, muss ich einfach sagen. Kommen uns immer ziemlich nah, ne? So, lag mir hin, komm, wir gehen mal weg hier. Komm. Na komm mit. Komm. Nun komm her, komm. Lagi. Wie? Ach, der will jetzt garantiert, ja, der will jetzt wahrscheinlich seine Leiter hoch. Und dieser Vogel fliegt da jetzt natürlich rein. Natürlich ganz clever. So, Lucky, mach dich mal hoch. Nee. So, Amsel raus. Kater rein. Ja, so ist das. Ne? Es nervt also schon mächtig, muss ich sagen, dieses Geplinke. Aber das ist nun mal Natur. Und ich finde es natürlich toll, dass die hier bei uns brütet. Rein theoretisch dachte ich, sie wäre hier reingeflogen, aber nö. Gut, dann raus. Ja, ich dachte, dieses kleine interessante Spielchen ist ein nettes Filmchen und eigentlich sobald, wie gesagt, wir sind, wo wir sind, dann kommen beide
Amselteile und zeigen uns immer ihre Würmchen und Insekten, die sie haben. Und dann kommen sie auch so auf 1 Meter näher. So ist das. Jetzt ist gerade mal Stille. Ach, dann genießen wir das. Heute ist so ein bisschen das Wetter so ein klein bisschen diesig. Ich nehme euch mal mit, mein wunderschönes, kleines, stilles Eckchen. Mein kleines Schlösschen nenne ich das immer. Hier seht ihr meine Amethystendruse. Und ich habe hier natürlich überall meine Amethysten und Bergkristalle verteilt. Eigentlich hier rundherum. Mittlerweile ist das alles schon ein bisschen überwuchert, aber an jeder Ecke. Guck mal, da könnt ihr das auch noch mal ein bisschen sehen. Da habe ich den Bergkristall. Da ist er ein bisschen runter.